Kreis ein Stückchen abgebrochen. Wenn man keine Ahnung hat von dem, was man macht. Ja, es nutzt nichts. Ich muss noch eins machen. Ja, servus und willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, heute habe ich echt ein extrem geiles DIY-Projekt für euch vorbereitet, das sowohl alle Fußballfans und natürlich auch alle Bastler unter euch begeistern wird. Und zwar, ihr habt es ja im Titel schon gesehen, werden wir heute gemeinsam, mit gemeinsam meine ich mich, werden wir einen Mini-Kickertisch bauen. Aber bevor es losgeht, Leute, wenn ihr in Zukunft mehr solch coole Videos sehen wollt, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren, Daumen nach oben drücken, das hilft mir bzw. meinem Kanal. Und letztendlich ist das natürlich auch eine Bereicherung für euch, denn ihr werdet immer benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. In diesem Sinne, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, let's go! Wer meine Videos länger verfolgt, weiß, ich plane nicht großartig voraus. Das heißt, ich habe kein 3D-CAD-Modell von dem Ganzen vorher erstellt und was weiß ich was. Natürlich habe ich mir vorher Gedanken gemacht und mir ungefähr die Masse auch schon überlegt. Ich werde in diesem Video im Vergleich zu meinen vorigen zwei Videos etwas mehr reden, damit ihr einfach versteht, was so meine Gedankengänge sind, wie ich mir was überlege. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen einfach eine Hilfe. Nur ein kleiner Tipp nebenbei, solltet ihr mehrere Schnitte machen müssen, die alle eine gleiche oder beziehungsweise eine gewisse Höhe haben müssen, dann, Leute, macht es so, stellt einmal den Parallelanschlag ein und macht dann alle Schnitte, also alle Stücke, die diese gleiche Höhe haben müssen, macht es in einem durch. Dann kann euch das auf gar keinen Fall passieren, dass ihr Höhenunterschiede habt. Weil jetzt kann ich mir zu 100% sicher sein, dass die Höhe von all meinen Stücken genau gleich hoch ist. Und das spart euch natürlich jede Menge Ärger im Nachhinein. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe es anfangs mehrmals falsch gemacht. Mittlerweile mache ich das immer auf diese Art und Weise. Alle Stücke, die gleich breit sein müssen, auf einmal durchhauen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wie bei einem jeden Projekt, wenn wir irgendwelche Holzteile miteinander verbinden müssen, kommt die erste Überlegung, wie verbinden wir das Ganze? Ihr wisst es, gibt tausende Möglichkeiten, man könnte das stumpf zusammenschrauben. Aus dem Level, sage ich mal, bin ich schon heraus. Auf Gärung will ich es jetzt auch nicht unbedingt machen, muss jetzt bei diesem Projekt nicht sein. Ich werde es so machen, dass ich auf den Seitenteilen mir hier eine Nut reinfräsen werde und das Ganze mir zusammenverleimen, eventuell, dass ich noch vom Außen mir Rundstäbe als Dübel quasi noch reinsetze, als zusätzliche Stabilität. So mein Gedankengang, so werde ich es jetzt machen. Da würde mich aber auf jeden Fall interessieren, wie würdet ihr das Ganze hier lösen? Würdet ihr jetzt anfangen, hier Fingerzinken zu machen oder doch auf Gärung? Oder sagt dann doch der ein oder andere, na, es ist mir scheißegal, wie es ausschaut, einfach zusammenschrauben. Schreibt mir das Ganze bitte mal in die Kommentare rein. Wie gerade erwähnt, werde ich an den Ecken hier Nuten reinfräsen. Außerdem will ich nicht, dass dieser Kasten hier einfach so eckig dasteht. Füße will ich jetzt auch nicht wirklich bauen. Mein Gedankengang ist jetzt, damit optisch das Ganze schöner ausschaut, dass ich auf jeder Seite mir, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier quasi so eine Aussparung mache. Würde dann so ausschauen, da mache ich das ganze Stückchen hier weg. Und ich glaube, wenn ich das Ganze an allen vier Seiten mache, schaut das dann, ich glaube, dass es dann gut ausschauen wird. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal diese zwei Schnitte und dann sehe ich eh, was als nächstes kommt. Ja, ich mache einfach mal. Enchanté.
Kurzer Tipp nebenbei, Leute, bevor ich jetzt an meinen zugeschnittenen Teil zum Fräsen anfange, nehme ich mir ein Reststück von einem Holz und probiere es natürlich aus, ob es auch passt. Würde ich euch genauso empfehlen. Ich werde es jetzt so probieren, dass ich es circa mit 1 mm einmal vorfräse und dann stufenweise raufgehe auf die gewünschte Höhe. Und ich denke mal, dass ich dann einfach gar keine Ausrisse mehr haben werde. Das werden wir jetzt probieren, aber nur so Tipp nebenbei. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, hier mit dem Forstnerbohrer zwei Löcher zu machen und die dann nachher einfach hier den geraden Schnitt zu machen. Dann habe ich hier eine wunderschöne Vertiefung oder ich weiß nicht, ist so eine Aussparung. Wer sich an eines meiner letzten Projekte erinnern kann, da habe ich einiges mit dem Forstnerbohrer gebohrt und habe Ausrisse ohne Ende gehabt. Da habe ich den Tipp bekommen, einfach mit einem 2-3 mm Bohrer einmal durchbohren und dann quasi mit dem Forstnerbohrer auf einer Seite anfangen, bis zur Hälfte bohren, das Ganze umdrehen und dann den Rest bohren. Und das werden wir jetzt probieren. Wenn wir die Markierung haben, nehmen wir einen Bohrer, bohren einmal hier komplett durch. So, ihr seht schon, da ist ein Loch, da ist ein Loch. Dann nehmen wir den Forstnerbohrer, setzen an und fangen einfach mal auf einer Seite zum Bohren an. So, wir bohren aber nicht durch, sondern nur ein kleines Stückchen. Dann wenden wir das Ganze. Und jetzt setzen wir wieder an und laut der Theorie sollte das jetzt genau auf der gleichen Höhe sein wie die Bohrung vorher. So. Ja, es war nicht 100% genau, aber Leute, ihr seht schon, hier ist kein Ausriss und auf der anderen Seite auch kein Ausriss. Leute, was soll ich sagen, es lief eigentlich relativ gut. Ich war dabei, das Ganze bündig zu fräsen und, was soll ich sagen, da ist ein Stückchen abgebrochen. Das kommt einfach daher, wenn man keine Ahnung hat von dem, was man macht. Nicht hier die Faserrichtung bedenkt, dass das Ganze hier eigentlich ganz leicht abbrechen könnte. So wie wahrscheinlich, wenn ich jetzt das hier nehme. Funktioniert jetzt natürlich nicht, ist der Vorführeffekt, sehr klar. Gott. Ja, es nutzt nichts, ich muss noch eins machen. 3 Tage später. Was ich jetzt gemacht habe mit dem Bündigfräser, ich habe jetzt nur die Geraden gemacht, dass die einmal alle bündig sind. Die Kurven werde ich ganz, ganz vorsichtig mit der Hand schleifen. Ich will jetzt nur kurz einmal zusammenlegen und schauen, ob das eh so alles passt, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal. Ja, das wird dann eh zusammenpickt und dann passt das auch. Und das ist genau das, was ich meine hier, Leute. Dadurch, dass ich hier jetzt so eine Aussparung gemacht habe, schaut das Ganze nicht mehr so groß aus, sondern es ist wesentlich flacher und natürlich auch viel, viel eleganter. Oder was sagt ihr, Leute? Da würde mich jetzt interessieren an dieser Stelle, wie würdet ihr das Ganze machen? Weil einfach so eckig lassen und hinstellen, klar, möglich. Auch meine Ansprüche werden von Zeit zu Zeit natürlich auch höher und versuche dementsprechend
nicht nur Sachen zu bauen, die halbwegs funktionieren und mittlerweile halt auch mehr drauf, dass das Ganze auch optisch seinen Zweck erfüllt und gut aussieht. Dann überlegen wir uns jetzt, was wir weitermachen. Und ich ahne es jetzt schon, das kann ich euch gleich sagen, weil ich habe ja vor, hier an den Kanten natürlich in Abrundfräser durchzugehen. Und ich weiß es jetzt schon, dass ich hier bei den Kanten, wenn ich hier mit Abrundfräser durchgehe, dass mir wieder irgendeins von den Ecken raushauen wird. Aber da lassen wir uns überraschen. An dem soll es jetzt nicht scheitern. Weiter geht's.